Hallo Leute und herzlich willkommen, da sind wir auch wieder zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. Die quatschen wir im Hintergrund noch, das ist ein bisschen nervig. Und wir müssen hier Nate freien. Ich weiß nur noch nicht wie. Hi! Was willst du? Kann ich Sie vielleicht überreden, Captain Nate freizulassen? Kannst es ja mal versuchen. Lassen Sie ihn bitte frei? Schade, hat nicht funktioniert. War aber knapp. Ich muss weiter. Wenn du den Krämer siehst, dann sag ihm, dass ich ihm die Ohren rausreiße. Ja, das hattest du doch schon mal erwähnt. Da kommen wir doch gar nicht mehr hin. Mächtiges magisches Amulett. Können wir hier nirgendwo anbringen. Und wir haben noch ein Stärkungselixier. Der Trank verleiht unglaubliche Kräfte. Aber es ist nur noch wenig in der Fiole. Ich werde ihn mir aufsparen. Haben wir einen Ring? Der goldene Ring des Gremlins. Ich soll ihn so schnell wie möglich zum Erzmagier bringen. Haben wir ja quasi auch schon gemacht. Das ist eine Landkarte der Gegend hier. Mit ihr kann ich zum Beispiel schnell von hier nach da kommen. Ja, okay, das hatten wir schon. Hier ist Magierdiplom. Magierdiplom von Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Der Kellermeister wird es nicht glauben, wenn ich ihm das zeige. Kann ich jetzt hier irgendwas... Alles schön und gut. Aber solange die Kopfgeldjägerin da steht, kann ich das vergessen. Okay, dann müssen wir hier irgendwie die da ablenken. Sie würde mich sehen. Ich muss einen guten Moment abpassen. Ach so, okay. Vielleicht ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll. Und ich möchte nicht neugierig wirken. Ihr unterhaltet euch doch nochmal. Ich rede lieber nicht mit ihr, wenn es nicht unbedingt sein muss. Okay, dann vielleicht gucken wir uns das Vieh nochmal an. Irgendwie müssen wir ja die Aufmerksamkeit... Es könnte so eine Art Otter sein. Auf das Vieh da hinten lenken, oder? Ein Stachelotter. Das war aber nun wirklich Pech. Das kann sie mir nicht in die Schuhe schieben. Nein, natürlich nicht. Der Schatz ist einfach davongeflogen. Kommt doch hier oben auch noch was. Eine Verstrebung. Da war eine ganze Herde von diesen Rindviechern. Als Bergbewohner kenne ich mich mit Schiffen nicht so aus. Aber das nennt man ein Ding. Vielleicht hättest du dich nicht in ihrem heiligen Teich erleichtern sollen. Da stand kein Schild. Das geht nicht. Wie soll ich denn wissen, dass sich da dieses Monddings drin spiegelt, wenn... Okay, wir müssen die da irgendwie... Alles schön und gut. Aber irgendwie müssen wir die Kopfgeldjägerin da runterkriegen. Das kannst du ja jetzt haben. Glaubst du kommst so leicht davon? Weiß nur noch nicht wie. Ah, hier geht's noch weiter. So ein Ding hat auch Herr Schildträger unten am Tor. Ich schätze, früher liefen hier Dutzende Wächter durch die Stadt. Bestimmt. Ich bin Magier, kein Kämpfer. Und selbst wenn, ich könnte das Ding wohl höchstens als Lanze verwenden. Also nimmst du das wahrscheinlich nicht mit. Hier haben wir noch Balken. Der Balken trägt dieses kleine Dach. Er sieht sehr stabil aus. Der Balken trägt dieses kleine... Ja, okay, das kennen wir ja. Ach, hier geht's doch nochmal in die Stadt. Sehr gut. Aber ich kann sie trotzdem nicht nach oben lassen, meine Liebste. Ich sage es noch einmal. Ich muss dem Erzmagier ein Buch geben. Es ist wichtig. Ich weiß nichts von einem Buch. Und glauben Sie mir, was der Erzmagier zurzeit tut, ist viel wichtiger als Ihr albernes Buch. Aber... Ende der Diskussion. Nur Diplommagier oder Leute mit einer Einladung des Erzmagiers dürfen in den Turm. Und um genau zu sein, momentan noch nicht einmal die. Tut mir leid. Hallo, warte, Elfe. Hallo, Elfe. Hallo. Hi. Du bist eine Elfe, oder? Ja. Und du bist so eine Art Waldkobold? Ich bin ein Gnom. Wilbur Wetterquarz. Meister Wilbur Wetterquarz, mein Name. Du bist Magier? Mit Diplom. Dann darfst du rauf in die obere Stadt und in den Magierturm? Ich komme gerade von dort. Kannst du mich dorthin raufbringen? Wer sind Sie? Mein Name ist Ivodora Eleonora Clarissa, Prinzessin vom Silberwalddeich. Hui, ihr seid wirklich eine Prinzessin, Frau vom Silberwaldreich? Nenn mich Ivo. Der da heißt Cheep Cheep. Jo. Ich habe zufällig gehört, wie Sie mit der Stadtwache über ein Buch gesprochen haben. Wollen Sie das zum Erzmagier bringen? Ich muss. Es ist sehr wichtig. Das stimmt Kann auch es sein... Nicht.
dass Sie dieses Buch aus dem Geheimkeller eines Gremlins haben? Eines Gremlins, der kurz zuvor über dem Weißkammgebirge abgeworfen wurde? Raus aus meinen Gedanken, Magier! Sie haben mir den Professor beinahe auf den Kopf fallen lassen. Er hat mich mit einer geheimen Nachricht hierher zum Erzmagier geschickt. Konntest du ihm die Nachricht bringen? Ja, konnte ich. Sie war sehr beunruhigend. Das stimmt. In dem Buch, das Sie da haben, steht, glaube ich, wo ein sehr mächtiges Artefakt versteckt gehalten wird. Ja, der Gremlin meinte etwas in der Richtung. Er war sehr besorgt. Er hat allen Grund dazu. Der Erzmagier ist fort. Er versucht herauszufinden, wo genau das Artefakt versteckt ist. Und ich soll es dann holen. Heimlich, still und leise. Zusammen mit zwei Freunden. Aber hier, in diesem Buch steht, wo das Artefakt zu finden ist. Nur weiß das der Erzmagier leider nicht. Richtig. Diese ganze Geschichte ist zu groß für einen Gnom. Ich glaube, wir sollten zusammenarbeiten. Ich sollte zu Hause im Elfenhain sein und mir die ewigen Monologe von Onkel Ignazio anhören. Ich bekomme so schon genug Ärger. Aber verstehen Sie nicht? In dem Buch steht, wo ein Artefakt mit göttlicher Macht versteckt ist. Der Erzmagier sucht gerade genau nach diesen Informationen. Dann nimm das Buch und warte hier auf ihn. Und wenn die Schatten schneller sind als wir? Was, wenn sie die Informationen aus dem alten Gremlin herausgepresst haben, bevor der Erzmagier zurück ist? Ja, was ist dann? Sollen wir allein gegen die Schattenarmee kämpfen? Worum geht es hier überhaupt? Was will die Schattenarmee in die Finger bekommen? Das kann ich Ihnen hier nicht sagen. Wie wäre es damit? Ich bringe Sie irgendwie hinauf zum Magierturm. Dort zeige ich Ihnen die Nachricht des Professors und... Und dann werde ich entscheiden, ob ich dabei bin oder nicht. Abgemacht. Ich komme wieder. Und ich werde warten. Jo. Okay, das kriegen wir hin. Irgendwie. Im Gasthaus ist ja auch nichts mehr los. Meister Markus, Sie werden es nicht glauben, aber... Meister Markus? Hallo? Er ist nicht hier. Ich hab da eine düstere Befürchtung. Warum hängt hier eigentlich ein rosa Schafskopf? Der Krämer ist nämlich auch weg. Nee, hier ist aber... Hier ist keiner mehr. Das ist ja komisch. Ich habe hier in der Stadt zu tun und keine Zeit für einen Spaziergang. Okay, da kommen wir nicht hin. Meister Markus ist nicht da, dann gehen wir doch nochmal hier rein gucken. Nee, okay, hier sind wir nur endgültig alle durch. Ja, ich weiß, das habe ich schon dreimal festgestellt, aber man kann ja nicht oft genug gucken. Willkommen, Meister Wilbur. Hallo. Herr Schildträger, ich muss darauf bestehen, dass Sie der jungen Elfe dort drüben den Zutritt zur oberen Stadt gewähren. Nö. Aber es geht um das Ding. Was für ein Ding? Das Ding, über das wir mit dem Erzmagier gesprochen haben. Das wichtige Ding. Ich weiß nicht, was du meinst. Es ist nichts Außergewöhnliches passiert. Und wenn dem so gewesen wäre, dann wäre uns verboten worden, darüber zu sprechen. Und es hätte sicherlich eine glasklare Anweisung gegeben, niemanden in die obere Stadt zu lassen. Aber... Er hat recht. Egal aus welchem Grund. Haben wir uns verstanden? Ich, als Diplom-Magier, muss mich nun leider verabschieden. Sehr wohl, Meister Wilbur. Naja, prinzipiell hat der Herr Schildträger recht. Ne? Aber wir haben ja hier einen Balken. Und da können wir ein Seil dran machen. Gute Idee. Und dann kann da die Elfe hochklettern. Sehr gut. Das Versprechen hast du schon mal gehalten. Na klar. Aber was ist nun mit dieser ach so wichtigen Botschaft? Kommen Sie mit in den Magierturm, dann zeige ich es Ihnen. Genau, auf geht das. Eilt euch, oder wir alle werden nicht mehr Schmied unseres eigenen Schicksals sein. Helft uns, Meister Alistair. Ihr seid unsere letzte Hoffnung.
Das ist gar nicht gut. Verstehen Sie jetzt? Wir müssen einfach etwas tun. Wir müssen die Position der Insel im Buch finden und das Artefakt retten, sollte der Erzmagier bis dahin nicht zurück sein. Du hast recht. Wir müssen handeln. Kein Sterblicher sollte solche Macht haben. Ich bin dabei. Sehr gut. Juhu! Und draußen ist ein Flugschiff angebunden. Vielleicht kann Captain Nate uns zur Insel bringen. Eins nach dem anderen. Erst einmal müssen wir wissen, wo diese Insel überhaupt ist. Ja, das kriegt man schon irgendwie raus. Jetzt kann man hier nämlich eine große Elfe. Dort liegen einige große Papiere auf dem Schrank. Ja, na sicher könnten das Landkarten sein. Jetzt mach dich lang da. Kein Problem. Das sieht mir nach taktischem Kartenmaterial aus. Hier wurden Truppenbewegungen eingezeichnet, vermutlich schon vor Jahren. Eine der Karten ist eine grobe Kopie der Karte an der Wand. Auf ihr kann ich einzeichnen, wo sich die Insel befindet. Nur müssen wir sie dazu erst einmal lokalisieren. Toll. Haben wir eine Landkarte? Eine der Karten ist eine verkleinerte... Ja, okay, das kennen wir ja. Das ist das Buch des Gremlins, das ich aus seinem Geheimkeller geholt habe. In ihm ist beschrieben, wie man zur Insel Sordia kommt. Also schön. Was haben wir hier? Eine Geschichte über einen Zauberer und sein Schaf? Oh, eine Zauberergeschichte? Mit Bildern? Die Geschichte ist nichts für dich, glaub mir. Hier. Hier ist der Reisebericht eines Feenforschers. Daran beschreibt er, wie er auf eine Insel gekommen ist. Er hat Tempelruinen gezeichnet. Und der Professor glaubt, dass das Artefakt in diesem Tempel ist, auf der Insel Sordia. Exakt. Der Feenforscher hat seinen Weg genau beschrieben. Gestartet ist er in einer Stadt namens Kunpak. Nie davon gehört. Ich auch nicht, aber wir müssen sie finden. Okay, aber das klingt orkisch. Vielleicht kann die uns da helfen. Orks sind zäh, stark und aggressiv. Diese da sieht fit aus. Ich weiß nicht, ob ich sie ausschalten könnte. Wenn überhaupt, dann nur mit Schnelligkeit. Oder mit Köpfchen. Ja, mit Köpfchen. Weil Orks sind nicht der hellste. Hallo, Mensch. Hallo, meine Liebste. Ja, das war ja klar. Warum hat man euch gefangen genommen? Was wird euch vorgeworfen? Das wüsste ich auch gern. Ich bin ein harmloser Abenteurer. Genau. Es ist nur ein dummer Zufall, dass deine meisten Abenteuer illegal sind, richtig? Wenn ihr in illegale Aktivitäten verstrickt seid, solltet ihr bestraft werden. Wird er ja nun. Ich glaube nicht, dass irgendjemand verdient hat, was mich nun erwartet. Nanu, verlierst du im Angesicht der Folter etwa doch deine große Klappe? Ich finde einfach nur, niemand hat es verdient, 3 Tage alleine mit dir auf einem Flugschiff zu sein, das ist alles. Mir reicht's. Gehabt euch wohl. Du kommst wieder. Sie alle kommen wieder. Ja, wir kommen bestimmt wieder, aber... Das ist das Buch des... Der Weg des Feen... Ja, aber wir müssen doch hier erstmal... Okay, wir gehen doch mal wieder hier irgendwie rein zu der Karte. Warum rennt der hier immer im Kreis? Das ist ja grauenhaft. Nur, dass der sich dann da hinstellen kann. Guck mal, ob du was findest. Also schön, Kunpak. Ich werde dich schon finden. Später. Das gibt es doch nicht. Ich finde diesen Ort einfach nicht. Ich auch nicht. Er ist nicht auf der Karte. Aber warum sollte dieser Feenforscher einen Ort beschreiben, den es gar nicht gibt? Oder gab es ihn mal und er ist mittlerweile verlassen? Das ist es. Hm? Kunpak ist der Name des Ortes in der Schattensprache. Als der Feenforscher dort war, war es ein Ort der Schatten. Aber diese Karte ist alt. Hier wird noch der menschliche Name des Ortes stehen. Wir müssen also herausbekommen, wie der heutige Ort Kunpak früher hieß. Exakt. Und wie kriegen wir das raus? Das ist die Enzyklopädie Fantastica. Der törichte Versuch, alles Wissen dieser Welt zwischen 2 Buchdeckel zu pressen. Ich kann sie nicht lesen. Diese misstrauischen Magier haben sie mit magischer Tinte geschrieben. Ah, na also. Das ist die Enzyklopädie. Dann haben wir doch schon mal
Reden wir doch mal mit Wilbur. Die Stadtwache lässt nur Magier und Leute mit einer Einladung hier hoch. In Anbetracht deiner Verkleidung würde ich sagen, du hast dich als Magier ausgegeben. Ich habe mich nicht als Magier ausgegeben. Ich bin Magier. Mit Diplom. Mir fällt es etwas schwer zu glauben, dass ein junger Gnom aus dem Weißkammgebirge Magier ist. Aber es stimmt. Ich habe die Ausbildung bei Meister Markus unten in der Stadt gemacht. Immerhin. Du hast alles, was man für eine Diplom-Magierprüfung wissen muss, in nur ein paar Stunden gelernt? Ja, war nicht einfach. Hat mich fast umgebracht. Ich denke, du solltest dir mal wieder den Kopf zerbrechen. Ich mache eine Pause. Klar, kein Problem. Jetzt rennt die hier im Kreis, stellt sich dahin und er kommt vorgelatscht. Wahnsinn. Na, guck doch mal durch das Amulett da drauf. Klappt auch nicht. Mit dem Zauberstab? Okay, wir müssen hier irgendwie... Das Seltsame ist, dass auf den meisten Seiten... Ach, das ist doch Mist, ist das doch. Was haben wir denn? Das ist die Karte. Wir gucken mal, was wir hier sonst noch haben. Nichts weiter. Okay, wir müssen, glaube ich, doch die Elfe nehmen. Überspringen wir hier das komische Ding. Geh du mal zu der Blume. Du magst doch Pflanzen so als Elfe. Das ist ein Sumpfkräucher. Eine pflanzenfressende Pflanze. Sie schleicht sich an ihre Opfer heran und überwältigt sie von hinten. Okay, wir haben nur leider keine Pflanze hier. Jammern. Einige Papiere, magische Gerätschaften und... Krempel? Okay, wir haben hier noch das Buch, in dem wir noch nicht lesen können. Der Erzmagier und ich scheinen ein gemeinsames Hobby zu haben. Aber natürlich benutzen wir Elfen keine technischen Geräte, um die Planeten und Sterne zu betrachten. Okay, aber ansonsten haben wir hier jetzt auch nichts mehr. Dann gehen wir wieder raus. Und schauen mal, was es hier noch so gibt. Warum müssen die sterblichen Wesen die Gabe der Magie immer für so einen Blödsinn verschwenden? Warum? Der Turm ist doch toll. Elfenpriester heilen die Kranken, bauen Mondbrunnen und sehen die Zukunft in den Sternen. Menschenmagier bringen Inseln zum Fliegen und binden sie dann fest. Gut, okay, ist ein Argument. Schauen wir uns mal mit der den Brunnen an. Grotesk! Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Einfach grotesk. Okay. Hier haben wir noch eine helle Barde. Eine helle Barde. Aber ich habe nicht vor zu kämpfen. Muskelkraft hat uns Elfen nie weitergebracht. Wir können auf alle Fälle das Seil schon mal wieder mitnehmen. Das ist sehr gut. Wieder herunterklettern will ich nicht. Falls wir etwas aus der unteren Stadt brauchen, kann Wilbur es holen. Aber das Seil könnte noch nützlich sein. Na dann nimm es mit. Ich hoffe, du stimmst mir zu, dass wir uns aus dieser Sache nicht mehr heraushalten können. Niemand, weder die Orks noch die Menschen, könnten mit so einer Macht umgehen. Richtig. Gut. Haben wir was in der unteren Stadt verloren? Ich kann da nicht hinunter. Ach so, ja, okay. Und dann müsste ich die Stadtwache K.O. schlagen und... Gut, das ist ein Argument. In solchen Ballen werden Waren transportiert. Der hier scheint sehr schwer zu sein. Das kann ich nicht tun, ohne dass die... Okay, wir müssen die Kopfgeldjägerin irgendwie ablenken. Immer das Hin- und Her-Rennen hier von denen ist ein bisschen nervig. Ich rede lieber nicht... Ich weiß nicht, was ich... Können wir dem mit irgendwas interagieren? Nein. Okay, so richtig komme ich gerade nicht wirklich weiter hier. Ich habe hier so ein tolles magisches Amulett. Ich habe da so den Plan Netz, Seil, da drüber, an Ballen, Ork gefangen. Aber irgendwie müssen wir den Ork da ablenken. Ich habe keine Ahnung wie. Schon beeindruckend, was wir Magier so alles können. Mein Orden und ich. Wie man wohl auf die Inseln kommt.
Vielleicht können sich einige Magier teleportieren. Oder sie können richtig gut klettern. Oder das ist halt einfach nur nutzlos beim Rumstehen. Was sagt der noch irgendwas zum Brunnen? Ich weiß nicht, was das im Brunnen darstellen soll. Aber ich hoffe, mir wird so etwas niemals begegnen. Okay, wir gehen doch nochmal runter. Irgendwas muss es ja da unten noch geben. Hier können wir nur mit dem reden. Beziehungsweise da runter gehen. Der König, der... Okay, der hier ist auch weg. Dann schauen wir mal hier rein, was es hier gibt. Ob wir hier noch irgendwas... Ich glaube nicht, dass ich den Mörser noch einmal benötige. Okay. Ein zusammengefalteter Zettel. Mein Name steht drauf. Ach, den hätte uns doch schon eher auffallen können. Lieber Wilbur, dir ist vermutlich gar nicht bewusst, was du geleistet hast. Du hast nicht nur dein Magierdiplom schneller gemacht als jeder andere vor dir. Nein, du hast auch einem alten Mann gezeigt, dass es immer Hoffnung gibt. Dafür danke ich dir. Ich bin aufgebrochen, um meinem Bruder am Wilddornpass zur Seite zu stehen. Er kämpft dort gegen wütende Angriffe der Schatten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Meister Wetterquarz. Markus Maria Alistair, Meister der Magie. P.S. Ich möchte dir meine magische Brille zum Geschenk machen. Ich brauche sie nicht mehr. Meine Nase gehört an die frische Luft, nicht in alte Bücher. Das ist wirklich sehr nett von Meister Markus. Aber hätte er seinen Tatendrang nicht noch ein paar Stunden länger unter Kontrolle halten können? Ich könnte ihn hier gut gebrauchen. Und sein Bruder wird er dort wohl auch kaum finden. Der sucht die Insel in irgendwelchen Archiven und steht nicht auf dem Schlachtfeld. Es hilft nichts. Er ist weg. Ich muss alleine klarkommen. Aber mit der Brille wissen wir doch auch schon wie. Kann man ja noch Trank brauchen? Mein Stärkungselixier ist in der Fiole und einen weiteren Trank muss ich nicht brauchen. Okay, zumindest jetzt nicht. Gut. Ich lebe wieder und dabei bleibt es hoffentlich noch sehr lange. Dorthin gehe ich nicht wieder zurück. War ja aber eine spannende Quest, wie wir gehört haben. Sehr gut, wir haben jetzt auf alle Fälle die Brille. Und an der Stelle wissen wir jetzt auch, wie wir weitermachen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie üblich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, Nacht, wie auch immer. Ihr kennt das ja. Und sage an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.